Sie sind hier, 1. September 2018, Update um 14.47 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten Update Frankfurt am Main, Kevin Trapp ist nach seiner Rückkehr zu Eintracht Frankfurt die neue Nummer 1. Im Heimspiel gegen Bremen steht der Ex-Pariser gleich im Tor. Kevin Papp steht schon wenige Tage nach seiner Rückkehr im Tor von Eintracht Frankfurt. Trainer Adi Hütter nominierte den Schlussmann im Heimspiel gegen Werder Bremen, 15.30 Uhr im Live-Ticker, gleich für die Startelf. Am Freitag hatte die neue Nummer 1 gesagt, ich kann spielen, habe die Vorbereitung komplett mitgemacht und bin fit. Später haben wir noch eine Einheit und werden das mit dem Trainerteam entscheiden. Bei Paris Saint-Germain war Trapp zuletzt nur noch Nummer 3. Kurz vor Ablauf der Transferfrist stimmte er einem Wechsel zu seinem Ex-Club zu. Gegen Bremen läuft er erstmals seit 3 Jahren wieder vor heimischer Kulisse auf die Aufstellungen im Überblick. Eintracht Frankfurt, Trapp, Fernandes, Haller, Kostic, Gacinovic, Salcedo, Müller, Da Costa, Abraham, Toro, Willems, twitter.com/eintracht-status/1035866703392133121 Werder Bremen, Pavlenka, Augustinsson, Osako, Harnik, Kruse, Velkovic, Moisander, Gebrselassie, Klaasen, Egestein, Bagfrede, twitter.com/Bremen-Status/1035866328341598208 Freiburg in Hoffenheim ohne Streich. Der SC Freiburg muss beim Gastspiel in Hoffenheim erneut ohne Christian Streich auskommen. Der Trainer hat noch immer Beschwerden an der Bandscheibe, die einen Einsatz an der Seitenlinie derzeit unmöglich machen. 1899 Hoffenheim, Baumann, Kader, Abek, Bikacic, Grilic, Bittencourt, Adams, Schulz, Zuber, Vogt, Schalay, Joe Linden, twitter.com/Hoffenheim-Status/1035866393486333600 SC Freiburg, Schwolo, Gulde, Niederlechner. Frank Höhler, Stenzel, Petersen, Gondorf, Heinz, Höfler, Günther, twitter.com/Freiburg-Status/1035703205815105192 Gladbach setzt auf Sieger 11. Gladbachs Trainer Dieter Hecking vertraut in Augsburg seiner siegreichen 11 vom Auftaktspiel gegen Leverkusen. twitter.com/Borussia-Status/1035866055179231232 So können Sie die Bundesligaspiele des Nachmittags live verfolgen. TV Sky Stream, Sky Go Live Ticker, Sport1.de Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr.